Herzlich willkommen bei der GET-Gerätetechnik in Treuen. Mein Name ist Pierre Bär. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der GET-Gruppe. Zusammen mit meinem Team sorgen wir an 4 Standorten weltweit dafür, dass die Bedienung zwischen Mensch und Maschine zuverlässig, sicher und intuitiv funktioniert. Die GET-Gruppe ist Partner für den Maschinen- und Gerätebau. Konkret kaufen wir weltweit verschiedene elektronische Komponenten ein und fertigen daraus individuelle Bedienlösungen für verschiedene Branchen und Anwendungen. Ein Anwendungsbeispiel findet sich im Bereich von Krankenhäusern. Dort gibt es besonders hohe Hygieneanforderungen. Daher ist es erforderlich, dass Tastaturen gut reinigbar sind. Unsere Produkte sind wasserdicht, lassen sich gut säubern und leisten daher einen wertvollen Beitrag, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen. Angefangen hat unsere digitale Reise vor ca. 4 Jahren in der Verwaltung. Über die Jahre hinweg sind unsere Prozesse gewachsen, neue Kommunikationskanäle haben sich entwickelt und Rollen haben sich verändert. Das hat zu einem hohen Kommunikationsaufwand geführt und zu Frust im Unternehmen beigetragen. Gelöst haben wir die Herausforderung in der Verwaltung, indem wir mit dem gesamten Team über unsere Prozesse und Rollen gesprochen haben und über den Einsatz moderner Kommunikationstools den Austausch im gesamten Unternehmen deutlich vereinfachen konnten. Mit den positiven Erfahrungen aus der Digitalisierung im Verwaltungsbereich haben wir dann die Produktion näher unter die Lupe genommen. Konkret haben wir im Bereich der Fräse angefangen. Dieser Teil der Fertigung war sehr hoch ausgelastet und die Aufgabe bestand darin, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Die Herausforderung lag dabei, dass wir keinerlei digitale Informationen über den Prozess hatten und somit auch schwer wussten, wo Verbesserungsansätze sind. Die Betriebsdatenerfassung im Bereich Fräszentrum erfolgte zu diesem Zeitpunkt mit Zettel und Stift. Das heißt, alle Informationen zum Fräsprozess, den Start der Zeiten, alle Fehlermeldungen, die Dauer der Fräszeit wurden manuell aufgenommen und dann im Hause verteilt. Das hat immer wieder zu Fehlern geführt. Am Anfang des Digitalisierungsprozesses in der Fertigung stand die Frage, wen brauchen wir dafür? Wer kann das umsetzen? Wir haben also die Kommunikation im Haus gestartet, ein interdisziplinäres Team gefunden und dieses hat dann zeitnah die konkreten Zielstellungen des Projektes ausformuliert. Das Hauptprojektziel war es, die Daten des bestehenden Maschinen- und Anlagenparks über Retrofitting automatisiert zu erfassen. Dabei werden über Einsatz von Sensoren und Schnittstellen die Prozessdaten digitalisiert und den verschiedenen Rollen im Haus zur Verfügung gestellt. Das Ganze haben wir mit einem Technologiepartner, der Firma Inhab aus Chemnitz, umgesetzt. Die größte Herausforderung für uns war es, für alle beteiligten Rollen die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, um einen abgestimmten und ganzheitlichen digitalen Prozess zu erreichen. Das Leitprinzip dabei war es für uns immer wieder, auszuprobieren, zu lernen und anzupassen. Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg war es, dass unsere Mitarbeiter vom Beginn des Prozesses an eingebunden waren. Sie konnten sich aktiv beteiligen und ihre Ideen einbringen. Dabei hatten wir immer im Fokus, dass die Digitalisierung vor allem die Menschen im Prozess entlasten soll. Was hat uns Digitalisierung gebracht? Wir haben unsere Prozessdurchlaufzeiten deutlich verkürzt. Wir sehen jetzt, wann und welche Störungen eintreten. Nachgelagerte Bereiche bekommen die relevanten Fertigungsdaten automatisch. Dadurch haben wir das komplette Team entlastet und unsere Mitarbeiterzufriedenheit deutlich erhöht. Betrachten wir den Digitalisierungsprozess insgesamt, also Fertigung und Verwaltung zusammen, dann bringt das in Bezug auf unsere Kunden vor allem mehr Raum für Kundenpflege, schnellere Reaktionszeiten und eine noch höhere Zuverlässigkeit. Was haben wir aus den bisherigen Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung gelernt? Und was können wir anderen Unternehmen aus dem sächsischen Mittelstand mitgeben? Zum einen ist es wichtig, dass Geschäftsleitung digitale Transformation vorlebt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Mitarbeiter von Beginn des Prozesses an eingebunden sind und aktiv mitgestalten können. Und dabei ist es drittens extrem wichtig, dass Versuch und Irrtum als Teil des Prozesses verstanden werden, um digitale Transformation erfolgreich zu gestalten. Digitalisierung bedeutet für mich eine Entlastung für die Menschen. Digitalisierung ermöglicht uns als Unternehmen, unsere gesamten Geschäftsprozesse zu verbessern und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den nötigen Freiraum für den sinnstiftenden Teil ihrer Arbeit zu geben. Erfolgreiche regionale und überregionale Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Schritt auf jeder digitalen Reise. Das kann wertvolle neue Impulse bringen. Sie sind hiermit eingeladen. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam diskutieren, wie wir die Chancen der Digitalisierung nutzen.